Hallo liebe Filmfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid und ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal der Discflüsterer. Mein Name ist Dennis und ich untersuche und bewerte, ob bestimmte 4K UHD-Scheiben gelungen sind oder ob ihr lieber die Finger davon lassen solltet. Dabei achte ich auf die Bild- und Audioqualität sowie das Bonusmaterial und die Verpackung der jeweiligen 4K-Veröffentlichung. Mit dem heutigen Video widme ich mich einem absoluten Kultfilm aus dem Actionkino der 90er Jahre. Die Rede ist von Total Recall von Paul Verhoeven mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Jeder, der Paul Verhoevens Filme wie Starship Troopers, Robocop oder auch Basic Instinct kennt, weiß, dass dieser Mann einen ganz eigenen und besonderen Stil hat. So ist auch Total Recall ein überzeichneter und witziger Actionfilm und hat nichts an seinem Charme, den coolen One-Linern und Actionsequenzen verloren und weiß noch immer zu begeistern. Wenn ihr UHD-Scheiben oder 1080p Blu-rays sammelt oder einfach diesen Content mögt, dann würde ich mich über euren Support in Form eines Abos und einem Like sehr freuen. Starten wir mit der Bildqualität. Wie ist Total Recall in 4K? Gedreht wurde der Film damals auf eine Arriflex-Kamera auf 35mm Film. Für diese Veröffentlichung hat Studio Canal das analoge Material nochmal neu in 4K gescannt und ein 4K-DI als Zwischenprodukt angefertigt. So besitzt die UHD-Disc auch ein natives 4K-Bild und das merkt man sofort. Das Remaster ist richtig gut geworden. Der Film hat selbstverständlich ein Filmkorn. Dieses wirkt dank dem neuen Scan feiner und angenehmer. Hin und wieder wurde allerdings ein Rauschfilter angewendet, um das Korn ein wenig rauszunehmen. Hier muss ich sagen, dass es beim genauen Hinschauen gelegentlich einem auffällt und das Filmkorn in ein paar Szenen dezent herausgefiltert wurde, aber nicht groß stört. Die Puristen unter euch könnten sich darüber ärgern. Die Schärfe ist aber in vielen Szenen wie Nahaufnahmen ausgezeichnet und lassen Details an der Kleidung oder im Gesicht wie Hautporen unglaublich gut erkennen. Insgesamt wurde das Bild sehr schön und sauber restauriert. Auch der erweiterte Farbraum setzt nochmal eine Schippe obendrauf. Denn es liefert euch mit HDR10 und Dolby Vision ein knackiges Bild mit tollen und kräftigen Farben. So sieht das Rot des Planeten Mars richtig schön satt aus und auch die Hauttöne wirken natürlich. Die Schwarzwerte sind im Bild perfekt und die sehr guten Kontraste geben euch ein dynamisches Bild. Ich war regelrecht beeindruckt, wie gut und plastisch das Bild geworden ist. Selbstverständlich zeige ich euch auch wieder Beispiele. Im ersten 4K Screenshot könnt ihr den Charakter Laurie, gespielt von Sharon Stone, sehen. Sofort fällt einem das scharfe und detailreiche Bild auf, aber auch der Hautton oder der knallige Lippenstift sieht dank HDR hervorragend aus. Wenn wir das Bild mit der alten Blu-ray vergleichen, fällt der qualitative Unterschied sofort auf. Das Bild der Blu-ray wirkt von den Farben verwaschen, flacher und verliert an Schärfe. Wenn ihr zum Beispiel auf ihre Haare oder ihre Schweißperlen auf dem Gesicht achtet, dann merkt ihr, dass diese nicht mehr so klar zu erkennen sind. Im zweiten 4K-Screenshot könnt ihr eine Aufnahme von der Oberfläche vom Mars sehen. Unser Protagonist und sein Love Interest stehen in Raumanzügen und blicken auf einen Berg. Sofort fällt einem dieses knallige Rot und die wunderbaren Kontraste auf. Auch die Konturen im Bild zeichnen sich sehr schön ab. Es gibt einen Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall erwähnen muss. Denn beim Transfer muss ein Fehler unterlaufen sein. Es gibt bei der Szene mit der Landung des Shuttles auf dem Mars einen großen Qualitätsverlust im Bild. Diese Szene hat für knapp 20 bis 30 Sekunden eine ganz miserable Bitrate und sieht sehr komprimiert aus. Das Resultat ist, dass es zu Makroblocking kommt, also Verpixelungen auftreten. Direkt danach steigt die Bitrate massiv an und das Bild zeigt seine gewohnte Pracht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Dieser technische Fehler ist auf jeden Fall ärgerlich, aber nur ein Einzelfall gewesen. Insgesamt gebe ich dem Bild 8 von 10 möglichen Punkten. Total Recall hat bis auf die eine Szene ein schön restauriertes Bild mit einem tollen HDR Mastering bekommen. Dank Dolby Vision sah der Film noch nie besser aus, da kann die Blu-ray auf keinen Fall mithalten. Kommen wir zum Ton. Im O-Ton bekommen wir mit dieser 4K-Scheibe zum ersten Mal eine Dolby Atmos-Spur zu hören. Allerdings lasse ich die Katze gleich aus dem Sack und sage, dass der Atmos-Track komisch geworden ist. Es wurde vor allem der Score von Jerry Goldsmith auf die 3D-Lautsprecher gepackt oder auch Schüsse und Lautsprecherdurchsagen in der Metro sind auf diesen Kanälen zu hören. Teilweise gibt es dann auch Sounds, die im Bild gar nicht von oben kommen und dennoch auf die 3D-Kanäle gemischt wurden. Dies macht aus optischer Sicht gar keinen Sinn und wirkt fehl am Platz. Jedoch kommen dafür die Dialoge schön sauber und deutlich hervor. Aber auch Umgebungsgeräusche wirken gut und räumlich.
Insgesamt gibt die Grundebene ein stimmiges und räumliches Klangbild ab. Alternativ könnt ihr auch die originale Stereospur im O-Ton wählen. Für den deutschen Ton bekommen wir eine DTS Master 5.1 Spur und eine verlustfreie Stereo 2.0 Spur zu hören. Zwar liefert der 5.1 Mic mehr Druck und Dynamik, jedoch kommen die Stimmen manchmal sehr centerbetont raus, was nicht immer ganz authentisch wirkt. Der 2.0 Mix hat mir, was Stimmen und Musik betrifft, eine ganze Ecke besser gefallen. So kommen die Dialoge viel sauberer und deutlicher hervor. Jedoch verzichtet man dann auf den druckvollen Bass und die Surround-Kanäle. Hier muss man abwägen, was einem besser gefällt. Insgesamt gebe ich dem Ton 7 von 10 möglichen Punkten. Es ist schön, dass der deutsche Ton gleich zwei Optionen bekommen hat und man hier auswählen kann, was einem besser gefällt. Der englische Dolby Atmos Track klingt zwar auf der Grundebene sehr gut, aber dafür sind die 3D-Kanäle seltsam abgemischt worden und stören teilweise. Beim Bonusmaterial wurden die Extras von der alten Blu-ray übernommen, aber es gibt auch drei neue Featurettes für diesen Release. Gerade das Featurette über das Studio Carol Co. Pictures fällt sehr spannend aus und zeigt auch eine interessante Retro-Perspektive über die Zeit des Produktionsstudios und dessen Action-Blockbuster aus den 80ern und 90er Jahren. Nach wie vor empfehlenswert ist auch das Audiokommentar mit Arnold Schwarzenegger und Regisseur Paul Verhoeven. Hier werden viele spannende und lustige Anekdoten über den Dreh geteilt. Insgesamt gebe ich den Extras 9 von 10 möglichen Punkten, da zum altbekannten Bonusmaterial nochmal eine ganze Reihe an neuen Featurettes dazukommen und somit lang und vielfältig ausfällt. Als Verpackung könnt ihr die Steelbook zum 30-jährigen Jubiläum sehen. Das Frontcover zeigt eine schön gezeichnete Illustration von allen wichtigen Charakteren im Film. Der Druck wirkt hier hochwertig. Ein weiteres Highlight ist der Titel, welcher eine Prägung vorweist. Ich finde das Design sehr geschmackvoll und gefällt mir richtig gut. Auf der Rückseite ist eine J-Card befestigt und liefert euch alle wichtigen technischen Infos sowie die Auflistung des Bonusmaterials. Auch das Innenleben weiß zu gefallen, die Scheiben wurden bedruckt und zeigen das gleiche Design wie das Steelbook und runden den Gesamteindruck sehr gut ab. Insgesamt gebe ich dem Steelbook 9 von 10 möglichen Punkten, da wir ein schönes Design bekommen und der Titel sogar eine Prägung hat. Alternativ könnt ihr euch auch die normale M-Ray besorgen, welche auch das gleiche Design als Frontcover zeigt. Also lohnt sich die Scheibe? Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir Total Recall als 4K-Veröffentlichung sehr gut gefällt und mir eine ganze Menge Spaß macht. Insgesamt gebe ich dieser UHD-Disc 8 von 10 möglichen Punkten, denn das größte Upgrade bekommt ihr fürs Bild. Die Restaurierung ist ausgezeichnet geworden und gibt euch ein sauberes und angenehmes Bild mit tollen Kontrasten und kräftigen Farben. Lediglich der Fehler für ca. 20 Sekunden mit dem Makro-Blocking im Film trübt den Gesamteindruck ein wenig. Beim deutschen Ton ist es toll, dass neben dem 5.1 Mix man auch hier den verlustfreien Stereo 2.0 Mix zu hören bekommt. Atmos hat teilweise auch ein paar nette 3D-Effekte zu bieten, ist aber an anderen Stellen unpassend abgemischt worden. Es ist eher die Grundebene, die überzeugt. Auch lobenswert ist, dass nochmal brandneue Extras dazugepackt wurden und das Steelbook weiß auch zu begeistern. Studio Kanal hat hier einen tollen Release kreiert und ich bin froh darüber, dass ich die 4K-Version gekauft habe. Jetzt seid ihr mal wieder gefragt, was denkt ihr eigentlich zu Total Recall und zu Paul Verhoeven als Regisseur? Mögt ihr seine Filme? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Videos vom Discwürstler sehen möchtet, dann schaut doch gerne in meine Review von letzter Woche rein. Da habe ich über den Film Once Upon a Time in Hollywood gesprochen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund. Euer Discwürsterer.